Stadtsanierung hier im Museum zu übergeben sind. Wir freuen uns schon auf die Einweihung. Ganz herzlich bedanken für die zugesagte Summe, 100.000 Euro, das ist schon was. Und ich darf Ihnen gratulieren, denn Sie haben für Ihr Geld, glaube ich, eine sehr gute, eine sehr weise Entscheidung gefunden. Das wird hier nicht irgendwo versenkt, verbuddelt, versteckt, sondern Sie haben in einem Kleinod der Museumslandschaft. Gehen Sie mal vorbei und schauen Sie, wie es hier weitergeht mit dem Wilhelm-Nepomuk-Museum hier in Duisburg. Ich darf mich ganz herzlich im Namen der Stadt und des Vorsitzenden des Kuratoriums beim Wilhelm-Nepomuk-Museums bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Glück auf! Für mich des Bauherrn hier nochmal vielen, vielen Dank für diese wirklich sehr großzügige Spende. 100.000 Euro ist wirklich eine ganze, ganze Menge Geld und das hilft uns ganz besonders, wie Herr Oberbürgermeister das auch gerade schon gesagt hat. Wir haben hier mit dem Lehmbruck-Museum tatsächlich halt ein bautechnisch sagen wir, großes Problem, was wir in diesem Jahr begonnen haben, einfach zu lösen. Wir haben Instandhaltungsprobleme, die wir auch dringend anpacken mussten. Das war also vor allem in erster Linie die Dachsanierung im Lehmbruck-Trakt. Wir werden das gleich sicherlich im Detail uns nochmal angucken, sodass eigentlich das Dach schon fast das Wichtigste, um alle Kunstgegenstände natürlich zu schützen. Von daher hört sich das vielleicht erstmal ein bisschen profan an, ist aber natürlich von der Funktion das absolut Wichtigste. Und von daher haben wir damit dort angefangen. Auch ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz für die großzügige Förderung. Für mich ist das etwas ganz Besonderes, weil ich erst seit 6 Monaten, 8 Monaten mittlerweile die Direktorin im Lehmbruck-Museum bin. Etwas Besonderes auch deswegen, weil wir in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum feiern. Das heißt, 1964 wurde dieser Bau gebaut hier in Duisburg und es ist natürlich ganz besonders wichtig, dass wir zu unserem 50. Jubiläum dann auch den Lehmbruckflügel saniert haben. Ist die Sanierung vor allen Dingen der kompletten Dachkonstruktion. Dinkler hat es gerade schon gesagt, ich hatte es auch gesagt, es hat hier reingeregnet, feinlich genug, aber wir haben seit Jahren versucht, das auch wirklich einigermaßen in den Griff zu kriegen. Das macht man so lange, bis man irgendwann an einem Punkt kommt, wo man sagt, es geht nicht alles, muss komplett instand gehalten werden.